Hi Freunde, MI6 hat angerufen. Wir sind zu schlecht. Die wollen uns nicht. Ist kacke. Bruger ist wieder dabei. Der hat, ja, sagen wir mal, ich meine, der hat 80 von 100 gekriegt, Punkte. Bei mir haben sie gesagt, ja, mit Baron, über 10 müssen sie schon kommen. Das war nicht gut. Nee, wir waren beide ganz gut, glaube ich. Wir müssen also nochmal versuchen, nicht so viel zu töten. Ja, das müssen wir wirklich, Bruger. Ja. Vor allem mein Tür eintreten war Welt. Ich sag nur, hier kommt das Stealth, bam! Dritter im Stiefel die Tür. Ja. So, ich muss jetzt nochmal auf Ready drücken. Wir machen weiter, Leute. Ich wollte euch das nochmal zeigen, das machen wir aber nächstes Mal. Man kann nämlich verschiedene Auftragsketten erledigen für Grimm, für Charlie und dann nochmal für Briggs. Ja, oder und wir haben unsere Ausrüstung ein bisschen modifiziert. Ja, ich habe jetzt mehr Tarnung. Ich habe jetzt orange Lichter, nicht mehr grüne. Oh, ich wollte mir die blauen holen, aber mir fehlen $400. So, ist das tagsüber? Tschetschenien. Ja, das kann auch mal sein. Gibt's ja auch Schatten. Kriegen wir hin. Also ich habe mir jetzt komplett meine Ausrüstung auf Stealth modifiziert, was ich halt an Kohle hatte. Und ja. Guck mal, schon wieder kein Alarm, du. Die sind hier knallhart. Wir müssen auch so eine Mission machen, so von wegen, du kriegst einen M60 und musst dann, einer nicht hört, Adrian schreiend durch die Pump, durch die Walachei rennen und ja, genau. 50.000 Vietnamesen abschießen. Adrian! So. An dem man sich orientieren könnte. Wo geht's lang? Also ich find's grafisch sehr hübsch. Ich markiere drei mögliche Ziele auf euren Upsets. Ihr werdet sie abklappern müssen. Ah, sehr lustig. Mir, hier keine Minen liegen. Würde ich gerne, aber seid lieber vorsichtig. Ja, okay. Soll ich mal was zeigen, Matty? Ja, mach. Guck mal. Dorne abgesetzt. Juhu. Was hast du die jetzt gekauft? Ja, 70.000 hat die gekostet, so ein Treecopter. Also ich hab mir ja mein Visier aufgemotzt, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das benutzen soll. Ich guck jetzt gerade mal. Ich markiere schon mal die Leute. Oh, ich habe Haftschocker. Wie gut ist das denn? Ich kann die Leute schocken, Maddy. Das ist geil. Ich würde sagen, ich rufe die mal zurück. Ist das cool. Die ganzen Tools. Was habe ich noch? Eine Haftkamera. Ich habe eine Haftgeräuschemitter. Nachtsichtgerät und Rauchgranate. Ja, du bist ja total ausgerüstet. Also hast theoretisch du auch. Halt mal Tab gedrückt. Halt mal Tab gedrückt, dann hast du das auch alles. Ach so, und dann aha. Gedämpft, cool, ne? Sonar und Nachtsicht geht. Ja, da kann ich theoretisch irgendwelche das ist ja der reine Wahnsinn. Ich habe Wärmebildkamera gerade. Aha. Ja, das ist cool. Das ist cool, ja. Ja, damit kann ich irgendwelche geilen Sachen machen hier. So. Hast du alles markiert, was du gefunden hast? Drei Stück waren es zumindest nur, ja. Okay. Ja, ich versuch mal hier so lang. Also rechts. Ja, in der Richtung geht es. Die Kamera nervt mich ehrlich gesagt so ein bisschen. Okay. Er hat, glaube ich, jetzt Lunte gerochen. Er kommt jetzt gerade vorbei. Ich habe den ein bisschen geteased. Okay. Ja, der nimmt seinen Freund mit. Das ist doof. So, okay, na, ich mach mal eben auf nicht tödlich. Wow, der Kamera. Haben wir nicht eigentlich auch ein Betäubungsgewehr? Nein. Ja, doch, hab ich. Hast du? Ich hab gar keins. Bin ich immer voll gemein. Okay. Durchbruch, hier können wir gemeinsam durchbrechen. Da hinten müssen wir auch in den Kasten. Ja, die Fenster sind alle vergittert. Was sind das für paranoide Mistkerle? Solange diese Bratwurstbieger hier sich noch ein bisschen unterhalten, kann ich hier gar nichts machen. Warte mal. Warte mal, drück mal 3, Bruger. Wir können die jetzt gemeinsam exekutieren, ne? Aber ich weiß nicht, ob das so toll wäre. Kannst du 3 drücken? Wechselt der die Waffe? Ah, nicht tödlich, ja. Okay, ich zähle jetzt. Auf 3. Schieß. Auf 3, genau. Ja, der hat mich gesehen, warum auch immer. Bam. Der hat mich gesehen, Melly. Du hast doch 3 gesagt, verarsch mich doch nicht. Ja, hab ich. Ja, 3, 1, 3. 1, 30 und 30. Okay, müssen wir den jetzt auch noch wegschleppen? Besser wäre das. Hast du die Hunde? Komm her. Ja, die haben dann noch was Neues zu essen. Können wir mal naschen. Lecker, lecker. Da ist eine Kamera vorne, pass auf. Wenn ich einen Köter finde, dann bringe ich den um. Hast du den eingebuddelt? Hast du den eingebuddelt? Ja. Ja, der buddelt den ein. Echt jetzt? Ja, guck dir das doch mal an. Die sind da halb in der Erde drin. Verarsch dich hier nicht. Ein Klappspaten hier ganz schnell. Klapp, klapp, zack, zack. Oh, was piepst denn hier so? Und du so,
Ja, der hat mich gesehen. Hätte er mich weitergesehen, hätten sie alarmiert und dann wär's vorbei. Guck mal, weißt du, ich laufe hier mitten im Licht rum und hab über meine grünen Funzeln an, dass ich unsichtbar bin. Das ist verständlich. Achtung, hier ist bestimmt Metalldetektor. Warte mal. Ich mach mal so nah. Da oben ist Exit. Da oben links ist auch noch irgendwas, so eine Sirene. Dann blinkt da noch was, aber was Menschliches kann ich hier gerade nicht erkennen. Okay. Diese blinkenden Dinger sind die Kameras. Wenn ich über einen Metalldetektor gehe, dann macht das Piep, Piep, ne? Ja, spring über die Kisten. Sehr schön. Ich wollte sagen, bis jetzt. Das ist so schön. Einfach mal so richtig schön realitätsnah. Hör mal, moin, geh einfach über die Kisten. Auch machen wir mal am Flughafen nächstes Mal. Setz mich einfach aufs Band. Lass mich da röntgen. Und wenn du jetzt nicht brav bist, dann dreh das Flugzeug um. Da sind irgendwelche ganz merkwürdigen Teile. Hier ist ein Datenpaket. Ja, aber ein Geschenk für dich. Ah, 10.000 Dollar. Da hat was an der Wand gepappt, habe ich jetzt einfach mal eingesammelt. Bring mal runter, schauen. Ja, bring mal mit, moin. Ich sehe nichts. Okay, da scheint es wirklich nichts mehr zu geben, Bruger. Wo war denn jetzt diese Doppeltür, die du gemeint hast? Da hätten wir hinten den Strom abschalten können, aber ich glaube, das ist jetzt... Ja, wer weiß, vielleicht wenn wir da durchgehen, ist da wieder eine Kamera. Dann lassen wir das mal lieber... Also Strom abschalten halte ich schon für recht sinnvoll. Ja, okay. Ja, lass mal machen. So, pam. Kennst du dieses Video, die 5 dümmsten Porno-Dialoge? Da ist auch irgendwas mit dem Brecheisen. Okay. Ich kenne nur den mit dem Stroh, der ist ja legendär, ne? Nee, der beste ist der beim Feuerwehr. Kennst du das nicht? Feuerwehr? Da ist irgendwie so eine Frau in so einem Feuerwehrladen und dann die hat da irgendwie nichts an und dann kommt der Oberfeuerwehrmann und brüllt dann so Alarm, Alarm, ach so, ja, Alarm das ist so, und dann kommen so 4 Leute schlecht. Mit so einem Bett. Was? Okay, da sind Minen, warte mal. Da können wir draufschießen, wenn wir jetzt Steuerung halten. Aber ich will da nicht draufschießen, Matty, das sind nicht mit dem. Mit dem hier. Drück mal die 1. Wieso? Hast du jetzt ernsthaft mit deinem Elektroschockgerät auf die Minen geschossen? Ja, die sollen ja nicht platzen. Ich will die einfach nur... Schieße jetzt. Ja, Bruder. Keine Aufmerksamkeit erregen, ne? Lass uns das einfach mal... Ja, ich wollte es halt mal versuchen. Oh Mann, Leute. Böller in die Luft jagen. Das hört die Kraner. Ja, die Minen in die Luft. Pack dir doch noch mal ein paar Wunderkerzen in die Haare. Kann ja sein, dass dich keiner gesehen hat. Tütü tanzt du dann hier rum. So, du, du, du. Ich sieht ja keiner. Oh Gott. Wie lange geht denn der Kram jetzt hier? Oh Mann, Leute. Darf ich dich mal zitieren? Mach das doch nicht mit der 3 und dann mit der 1. Ich wusste nicht, dass die so laut sind. Ich meine, das sind doch nur Minen. Nee. Sind die so laut, Maddie? Ja, die sind so laut. Ist normal. So. Jetzt ist die ganze schöne Kohle weg. Ne, die haben wir noch. 29.590 habe ich. Ja, ich habe 24.390. Warum dauert das so lang? Call checked, System checked. Sie wurden von einer Wache entdeckt. Ist doch nicht normal, Maddie. Doch, natürlich ist das normal. Solange du keinen Windows-Kringel hast, ist ja alles in Ordnung. Aber das kann nicht so lange laden. Das hat bei mir gerade auch relativ lange geladen. Nur haben wir uns da nett unterhalten und dann haben wir es nicht gemerkt. Die Verbindung zur Spielsitzung wurde getrennt. Ja, Leute, das ist Uplay. Das ist schön. Ja, ist cool. Ist schön. Verbindung wurde getrennt. Ja, das wird dann auch so lange weitergelaufen gelassen, bis einer weint. Bis einer weint. So. Ich lade dich nochmal ein. Ja. Accept. Versuche Spielesitzung beizutreten. Ja, das bleibt alles drin. Das ist, wie wir es lieben. Alles, wie es ist. Ja. Und jetzt habe ich genug Geld, um mir mein Zeug zu kaufen, Maddie. Ja, dann können wir auch nochmal gucken, wie das hier aussieht. Ja, ihr habt richtig gesehen, diese Ausrüstung heißt Barbo. Ja, ist Barbo. Tränengas könnte ich theoretisch machen. Trikopter hast du dir letztes Mal gekauft, ne? Haft-EMP. Mhm. Landgranate ist eher was für Menschen wie mich, aber... Die Brille habe ich total aufgepumpt. Guck mal hier, ich habe Farbsicht, ich habe... Spuren verfolgen, so Nahimpuls, habe ich alles. Aber irgendwie bringt das momentan noch nichts. Könnte ich die Pistole mal ein bisschen aufwerten? Nö. Soll ich mal sagen, weil ich total gemein finde? Deine normale Dings, deine Farbe, die ist viel günstiger als meine. Die hat 5.000 gekostet, meine blaue kostet 20.000. Okay. Weil ich mal voll unfair. Wollte ich nur mal sagen. Ich nehme einfach mal das hier.
So, wir können auch gerne starten, wenn du soweit bist. Ja, ich habe mir gerade noch neue Handschuhe gekauft, damit ich Schlösser besser öffnen kann. Ja, genau, okay. Dafür sind die. Die sind nicht dafür, damit man besser jemanden abschießen kann. Na, das sind Waffenstabilitäten, haben die, ne? Hatten meine Augen. Ja. Aber habe ich mir nicht gekauft, sonst hätte ich das Licht nicht holen können. Das teure Licht. Wir haben schon sehr viel gerissen, die Folge, ne? Ja, ist super. Wie lange machen wir schon? 10 Minuten? Ja. Haben wir gut gemacht. Bisschen länger sogar. Oh Gott. Ja, Leute, wir haben es halt drauf. Müsst ihr euch dran gewöhnen. Das wird weiter so. Ihr wollt nicht die Probeläufe sehen, die wir auf dem höchsten hatten. Nein. Darfst du keinen zeigen. Ja, nee. Vor allem, du wirst einmal getroffen, bist tot. Beziehungsweise sehen die dich halt wirklich einen Sekundenbruchteil, wie es eigentlich auch realistisch ist. Ne? Ja, ich glaube, die können dich riechen da. Können sie auch. Der eben hat mich echt gerochen. Ich war hinter dem, hat er sich rumgedreht. Normalerweise meinst du der mit der Mine der? Der Fellmütze. Nee, der erste hier. Wo geht's lang? Grim? Fellmütze. Soll ich dir mal sagen, wie wir die Fellmütze bei Bundeswehr genannt haben? Ja. Ich lass es mal lieber sein. Könnt ihr googeln. Sagt mir, dass ihr keine Mine. Okay. Okay, warte mal. Lass mal ein kleines Vieh raus hier. Ja, okay. Da ist einer. Hast du schon. Diese Wärmebildkamera ist totaler Rotz. Warum geht die nicht? Ist das auch so eine schwarz-weiß oder ist die. Nee, das ist so eine lila Ding. Also, wir machen wie gerade eben, ne? Ja. Aber im Prinzip macht das keinen Sinn, weil die ja alle jetzt anders stehen. Okay, wir haben drei Leute, die müssen wir irgendwie durchkriegen. Ja, die laufen ja auch ein Stück. Pass auf, der eine, der geht jetzt weg, der ist jetzt in der Hütte. Ja, gut, es sind aber immer noch drei. Okay, Kinder. Und den Papa mal spielen lassen hier. Wo bist du denn? Ich habe ein bisschen Angst vor dem in der Hütte. Ja, einer ist gerade ins Haus, der andere kommt wieder raus. Okay, der in der Hütte, der hat mich vielleicht gleich. Alter, nein. Kommt auf dich zu. Stopp. Ich muss los. Gott. Wieso braucht der zwei davon? Nein. Okay. Ich habe ihn auch noch einmal getroffen. Ja, warte mal. Kriegst du ihn? Keine Munition mehr. Ausgeschaltet. Keine Munition mehr. Das ist ja schön, haben wir gut hingekriegt. Ne? In den ersten 3 Sekunden alles verbraten, was wir jetzt haben. Ah, Mist. Kann ich den eigentlich auch in der Straße verbuddeln? Das versuche ich jetzt einfach mal. Die kannst du nicht verbuddeln. Doch, Bruder, komm doch mal her. Die verbuddelst du nicht, Maddy. Doch, oder die Textur ist falsch. Du den da trägst. Ja, wie ein Meister. So, er ist halt stabil, ne? Ja. Ich finde das so lustig, wie man jemanden im Schützengraben wegträgt. Kennst du das? Ja, der legt sich unter dich und legt gerade seine Arme um deinen Nacken. Ja, das musste ich auch damals machen, das weiß ich noch. Guck mal, der vergräbt den da, der ist halb im Boden. Das ist die pure Masse, die Typen sind aus Antimaterie. Ja, wo ist denn der dritte? Also bei dir. Achtung, da ist eine Kamera noch, ne? Wo? Da oben, direkt am Tor. Eddie, er sieht dich. Siehst du nicht den weißen Kreis auf dem Boden? Doch, ich sehe den weißen Kreis. Das ist gefährlich. Kinder, ich bin hier weg. So, ich hole mir nochmal das Datenpaket, dann kriegen wir noch ein bisschen Kohle hier. Ich hab die Scheiße gebaut. Lauf. Was? Ich bin wieder fresh. So. Alter. Euda. Das darfst du dir nicht angewöhnen, bitte. Lass es. Ich versuche es auch in mühevollster Kleinarbeit wieder aus meinem Kopf zu prügeln, aber es geht nicht. Nee, mach ich auch nicht. Ich finde das nämlich voll übelst. So, Euda, wollen wir jetzt mal hier raus? Nee, warte. Die Kamera ausmachen müssen wir ja noch machen. Muss man nicht. Nö. Nee, lass mir den Strom an. Einfach alle Kameras. Ach ja, moin, das Datenpaket ist weg. Kannst du gar nicht exploiten und das dir öfter holen. Nee, das ist bestimmt Tagesherausforderung oder so. Ich hole mir jetzt erstmal was zu trinken hier. Oh, hör mir auch. Das erinnert mich jetzt wieder an Spelunky. Tagesherausforderung. Ja, gibt es hier, das habe ich gesehen. Das stand da gerade. Tagesherausforderung, machen Sie diesen hier jetzt. Ja, moin, habe ich nicht gemacht. Das ist ja cool, dann kann man das ja immer wieder spielen. Schrubben. Achso, an dieser Stelle sei auch schon mal angekündigt, Leute. Es gibt noch diesen Spion gegen Söldner-Modus, wo man 2 gegen 2 spielt. Also einmal so Ego-Perspektive Shooter und dann halt nochmal so agentenmäßig. So wie wir jetzt hier. Dabei, Achtung. Oh, Maddy, lass uns vorne rum lieber. Ja, ich glaube, das wird. Genau. Und wenn ihr auch, dann nicht. Ja, wenn nicht, dann nicht. Aber wenn ihr wollt, wenn wir da eingespielt sind, können wir ja vielleicht mal auch live streamen. Ja. Weiß man nicht. Es kann ja auch sein, dass einige von euch dann dabei sind. Ja, guck mal das Fenster durch bei mir. Ja, ich bin auch gerade durchs Fenster. Aber was machst du da hinten? Ich dachte, wir gehen hier lang. Ja, jetzt bin ich hier. Das ist da, wo die Minen sind, wo du gerade wieder läufst, ne? Maddy ist gefährlich.
Deswegen hatte ich ja eigentlich gedacht, wir machen den gemeinsamen Durchbruch, machen die Kameras aus und gehen dann andersrum. Nee, hier ist sicherer, glaube ich. Nee. Ich wundere mich aber auch gerade. Man kann von außen kein Fenster aufmachen, ne? Nur manche haben halt kein Gitter davor. Ich höre die ganze Zeit quatschen, die Typen, die sind überall. Ich höre noch, wie sie ihr Geld sehen. Ich weiß nicht, wie der Wodka sehen will. Ach so, da lang bist du, hier durch das Fenster. Ja. Ah. So, Kinder, wollen wir mal Wärmebildkamera anmachen? Ich hab nur Nachtsicht, die bringt hier mal überhaupt nichts. Jo. Ich glaube, dass eine Autobombe genügt. Marke und Modell stimmen mit dem Fahrzeug. Oh, das sind wir überall. Siehst du irgendwen da? Mal, dass die keine Jungs herschicken, um nach Überlebenden zu suchen. Warte mal, ich lass mal meinen Trikopter raus. Das ist so geil. Oh, oh, ich häng fest. So, warte mal, irgendwo ist hier ein Schalldämpfer, ja. Ein Scharfschwein gewesen. Ja, ich sehe das auch gerade. Irgendwo war ein Laser, ne? Oh Gott. Ich bin jetzt hier gerade in der Hütte da links. Ne, rechts. Man kann ich den nicht markieren? Bruder, ich habe mir hier echt den falschen Ort ausgesucht. Jetzt redet hier wieder einer Deutsch mit russischem Akzent. Nein, nicht. Hier bin dabei. Ach so, man kann manche nicht markieren, Maddie. Ach so. Warum ja, nicht? Geht halt nicht. Psst. Hier gibt's Köter, Bruder. Dann pass bloß auf. Ich mach mal die Autobombe scharf. Warum sind meine Markierungen weg, bitte? Ich hab keine Betäubungsgewehrzeug mehr, ne? Ja, ich mach jetzt eine neue. Dabei. Alter. Das ist. Ich kann hier nicht markieren. Ich bin hier total festgefahren gerade. Oh, Maddie. Ich wollte eigentlich jetzt hier so hinten lang. Ja. Ich leg mal einen hier ab und versuch den mal. Gegen ein gemeinsames Klettern ist hier, wo ich gerade bin. Cool, okay. Da komme ich gleich, warte. Erstmal dieses schwer gepanzerte Schwein schnappen. Au! Nein! Sie wissen, dass du da bist. Schwere Infanterie, die kannst du halt nicht umkloppen, ne? Die hauen dich die ganze Zeit weg. Ach so. Hab ich gerade festgestellt. Kannst du nicht ranschleichen und den umwechseln? Nee, geht nicht. Der wächst dich um. So richtig. Ja, mit dem Kolben von seiner Schrotflinte. Der hat so dicke Arme, das gibt es nicht. Wie damals die Leute bei Far Cry 3, da, wo du da einfach mal 10 Raketen dem ins Gesicht schießen musstest. Bis der überhaupt mal ein bisschen getaumelt ist. Bei Far Cry 1 war es noch schlimmer. Kannst du noch die Supermutanten da mit dem Leuchten? Oh, Gott, Far Cry 1 war sowieso von Anfang bis Ende unmenschlich. Das war richtig schwer. Da kommst du wirklich nicht durchs Tutorial. Die geben dir da richtig Kartoffel. Ja, kriegst du voll auf die Schnauze, du. Ich höre schon wieder Hunde, Maddie. Ich will keine Hunde hören. Ziel ausgeschaltet. Der ist erledigt. Man liegt halt genau in der Kamera drin. Ja, jetzt machen wir hier Rambo, komm. Der wird sich schon nicht bewegen. So, treffen. Perfekt. Lautloser Ja, war lautlos. Hat niemand gemerkt. Nur der Typ selbst hat gemerkt, dass er jetzt sterben muss. Mhm. So, hier kann man sich hier mal Money holen am Eingang, ne? Ja, Leute, wir haben es halt drauf. Ja, wir machen das so. Wir wollen auch nicht mit allen Prinzipien, die wir uns hier vorher aufgelegt haben, in den nächsten 5 Minuten schon brechen. Der Kerl liegt halt mitten in dem Kameraradius, ne, hier in diesem Scheinwerferlicht von der Kamera und es merkt keiner. Ich suche jetzt den Aktenschrank. Ja, mach mal. Bin dabei. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, auch wenn wir noch nichts gerissen haben, es macht uns zumindest Spaß, denke ich doch. Ja. Wir hoffen mal euch auch. Also ich fände super. Wir stellen es halt nur noch ein bisschen blöd an, aber ich denke mal, das kommt noch mit der Zeit. Ja. Wäre schön, wenn ihr uns ein bisschen Liebe da lasst in Form von Kommentaren und Daumen. Ja, Kinder, das ist eine Abmoderation. Ja, hört ihr mal. Aha. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, Maddie. Splinter Cell. Wie heißt das? Nicht Pandora Tomorrow, sondern hier, ne? Schwarzlicht. Genau. Ja. Schwarzlicht. Splinter Cell, Schwarzlicht. Bis dann.